Hallo, heute präsentiere ich euch mein bisher fünftes in Minifigurengröße gebautes RC-Fahrzeug. Wie schon gesagt, es ist in Minifigurengröße gebaut. Hier mal der Vergleich. Und ich sage euch jetzt schon mal, das ist mein erstes Mini-RC-Fahrzeug, das auch tatsächlich Platz für eine Minifigurengröße hat. Und zwar lässt sich hierfür bei der Kabine das Dach abnehmen und dann sich die Minifigur reinsetzen. Wie man sieht, hat die auch genug Platz da drin. So. Kommen wir mal zum weiteren Äußeren. Der Lastwagen an sich ist eigentlich komplett weiß, hier nur mit ein paar gelben Details. Ja, der Anhänger, wie man sieht, ist ja komplett gelb, nur hier oben und hier unten schwarz. Der Anhänger hat auch zusätzlich noch eine andere Funktion und zwar lässt er sich hier hinten, lassen sich diese beiden Türen öffnen. Und darunter befindet sich noch Fracht. Und zwar habe ich da zwei Kisten reingetan, eine mit Walkie-Talkies und noch eine zweite mit so goldenem Geschirr. Das war jetzt was jetzt mal zum Äußerlichen des Lastwagens. Kommen wir jetzt zu seinen Funktionen. Kommen wir erstmal zum Anhänger. In dem Anhänger befinden sich der Akku und der Empfänger, den kann man hier noch ein wenig sehen. Um zum Akku zu gelangen, gibt es hier eine Klappe und da ist dann der Akku drunter. Schaut ihn mal an. Vorne im Lastwagen selber befindet sich ein L-Motor für den Antrieb, der ist senkrecht eingebaut, und ein M-Motor für die Lenkung, der ist auch senkrecht drin. Hier mal von unten kann man mal den L-Motor sehen und hier den Antrieb. Ja, er hat halt die normalen Fahreigenschaften, und zwar die Lenkung. Der M-Motor treibt ein Schneckengetriebe an und über ein paar Übersetzungen geht das dann eben zu der Zahnstange an den Vorderreifen. Und halt der Antrieb. Die hinteren vier Räder werden alle angetrieben. Hier mal zu sehen. Damit die Lenkung so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe, musste ich die Zahnstange ein wenig präparieren. Wie man das hier sehen kann, sind die Ecken abgerundet. Und zwar so, dass es mit diesem Teil hier genau die gleiche Rundung hat. Sonst hätte die Zahnstange immer den Reifen geschleift. Ja, aber sonst ist, aber ich habe sie nicht zerstört, also sie funktioniert noch genauso wie früher. Wo ist halt jetzt rund. So viel jetzt mal zum Lastwagen, und jetzt werde ich noch damit fahren, damit ihr mal seht, wie er so fährt. Das war mein Mini-RC-Lastwagen oder LKW halt. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ja, und dann, wenn ihr wollt, vielleicht bis zum nächsten Mal.